Ich bin Eva Maria Admiral, bin Schauspielerin seit 30 Jahren. Ich habe die staatliche Schauspielschule in Wien gemacht, das Max-Reinhardt-Seminar. Bin dann unmittelbar nach der Schauspielschule ins Burgtheater gekommen, das ist das größte deutschsprachige Theater. Bin verheiratet mit einem Schauspieler, Erik Werlin. Vorher habe ich noch in Paris studiert, Literaturwissenschaft, und wohne jetzt in Salzburg. Eva Maria war wuschig, die Haare. Ja, wuschig. Aber ich kann mich schon erinnern, dass du für mich ein unheimlich zartes, aber sehr kräftiges Wesen warst, ja, mit einer ungeheuren Lebensenergie. Ich habe einen Schwur getan, als ich vom Internat weg bin. Ich werde nie mehr in meinem Leben mit Menschen an einem Tisch sitzen, die das Wort Gott oder Bibel in den Mund nehmen. Sie ging nach vorne und ließ für sich beten. Ich kann mich erinnern, ich habe gefragt an den Arzt, wo das Baby ist. Und er hat gesagt, im Müll. Und dann plötzlich ist es aus mir rausgebrochen. Und ich habe ziemlich laut gedacht, Sie können doch mein Baby nicht in den Müll schmeißen. Ich habe es ja nicht einmal gesehen. Ich habe damals, wie wir uns kennengelernt haben, gespürt, dass es eine enorme Kraft gibt, wenn man einen Menschen liebt. Im Laufe all dieser Geschehnisse habe ich festgestellt, dass es noch was anderes gibt, was einen Menschen ändern kann. Und das sind die Schicksalsschläge. Ich weiß nicht, ich erzähle echt nicht gern von dem Nahtoderlebnis, weil die Worte sind so schal. Was passiert ist, wenn man da oben ankommt. Ich komme dort an und habe mich noch nie in meinem Leben so zu Hause gefühlt. Ich werde oft gefragt, wo ich die Kraft hernehme und wo ich meine Lebensfreude hernehme. Das Leben stellt uns allen Fragen. Gott hat nie versprochen einen Rosengarten. Gott hat nie gesagt, dass wir hier unten schon im Paradies sein werden. Steht nirgendwo. Wir reden uns das ein, aber steht nicht, ist nicht versprochen, sondern es ist einfach das Leben. Und das Leben stellt mir Fragen. Dann habe ich auch eigentlich das Recht, zu Gott zu sagen, und jetzt gibst du mir die Kraft, bitte.